Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Heute verkaufen wir Stroh im Heizkraftwerk. Da fahre ich aktuell gerade einen Kurs ein, damit es dann automatisch geht, hoffe ich jedenfalls. Und nebenbei verkaufen wir noch Gärreste von der BGA Nord. Und wir versuchen noch ein bisschen Mist dahin zu fahren, auch von den Kühen. Ansonsten haben wir späten Herbst. Wir kommen auf die Nacht zu. Es wird bald dunkel werden, denke ich mal. Nachts werden wir mit höherer Geschwindigkeit fahren. 30 oder 60 oder sogar 120, wenn es dunkel ist. Muss da nicht im Dunkeln mehr rumquälen. Ich meine, Kurzblätter finden auch so den Weg. Glaube, dass das hier auch für Geld kriegen, weiß ich gar nicht jetzt. Mit Season glaube ich nicht. Der will nur Ballen haben, glaube ich. Ne, gibt kein Geld. Gut, das hat sich erledigt. Dann verkaufen wir Mischfutter. Ja, ist halt so. Das ist jetzt natürlich dumm gelaufen, ne? Also naja, gut, okay, das ist. Kriegen wir nicht hin, dass wir jetzt alles im Ballen gepresst kriegen, das ist der Aufwand zu groß. Ja, ist auch klar, Lose ist ja auch keine Handelsware, ne? Das lässt sich viel besser lagern in den Ballen, vor allem im Heizkraftwerk. Dann nimmt er halt den Schwung mit der Gabel und dann hat er das Ding drinne. Gut, anderes Thema. Jetzt werden wir mal sehen, dass wir Mischfutter, da haben wir den besten Preis halt. Aber bis noch mit drin lassen, den Rest, damit wir die Kühe nicht verhungern. Ja, zu Not verkaufen die halt. So, Mischfutter. Gras, Silage. So, wer wollte am besten Preis bezahlen? Der nimmt ja Lose. BGH nimmt 215. Gut. Wie gesagt, Silage, Gras 180. Ah. Mischfutter. Silage, Heustroh. Doch ganz hinten. Nö. Schweinefutter, Mist. Futter. Reifeisen. Leider ist der Preis entfallen. Aber jetzt zeige ich mal einen Kurs auf. Aber wir wollen ja ein bisschen noch Geld verdienen, ne? Dass wir schuldenfrei rüberkommen. Wenn wir in Ansicht machen. Ja, 100. So schnell können wir gar nicht gefahren. Also hier in der Kreuzung mache ich gerne in Ansicht, weil durch den Baum sieht man so schlecht durch.
Da sind wir. Müssen wir nach vorne fahren. Mal die grüne Säule kriegen hier. Und weg. Naja, das haben wir doch fast ja, ja, gut verdient. Bestimmt dreimal noch fahren oder zweimal, mal sehen. Sind wir schuldenfrei. Dass kein KI-Verkehr fährt. Oder öfter mal ein Krach geben hier, ein Crash. Ja, jetzt kreuzen wir die Kreuzung, was ich eigentlich mal vermeiden will. Da hätten wir anders fahren müssen. Aber wiederum will ich hier aber auch in die Richtung fahren. Gut, das ist hier nicht so wichtig. Hier müssen wir ein bisschen korrigieren. Und zwar so. Mal sehen, wie er das macht. So. Weizen wird dann nichts. Pflaume, Pflaume, Kompost, Kale, Mohnbrocken, Zwiebeln, Karotte, Kalk. Futter. Hat er das nicht? Ach so. So. Der Kauf. Silo. Hof. Reif. Reif. Also. Schon verkehrt geschrieben. Hey, Licht an. Punkt 17 Uhr. Oh, flackert. So, mal schauen, wie er das macht. Ob er die Kurve gut nimmt. Und dann gehen wir gleich in diese Aktion. Gut. Ja, lass ihn arbeiten. Dann geben wir den Kühen gleich noch ein bisschen was zu futtern. Den Rest Stroh und den Rest. Dazu müssen wir den Hänger mal abkippen. Und jetzt gehen wir rein. Das ist typisch. Aber den wollen wir hier stehen lassen. Das machen wir später mal. Das ist nicht so wichtig. Jetzt gehen wir die Nacht zu, Kühe versorgen. Da ja Stroh. Die nehmen noch Stroh an. Ja, na gut. Jetzt eine Fabrik zu bauen deswegen, um das zu verarbeiten, lohnt sich auch nicht.
Na ja, gut. Schöne Pumpe, ne? Wasser haben wir kein Problem mehr. Das war ja ein Todesflug hier. Harte Landung. Na, ob der rumkommt? Ich muss ihn da vorne Ladung klauen. So, jetzt sind wir schon frei fast. Tag Junge, bis da. Das klappt sogar. Marine. Wir brauchen noch ein bisschen was. Ja, die Kühe sind ja beschweren. Ja, das sind alle. Zwei Ladungen, na gut. So, eine Ladung geben wir noch ab für die Kühe, und dann hat sie das. Das ist nicht so schlimm. So, stimmt die. Ablaufseite ändern. Links. Hinten. Ah, stimmt ja. Stimmt ja. Das war ja noch so voll. Gut. Trotzdem Reserve haben wir da. Da, stimmt ja. Machen wir mal zu. Das war ja noch so voll. Gut. Wird auch nicht gut. Mal gucken nochmal. Wasser ist gut, das ist. Ja, das reicht noch Ewigkeiten. Heu, Silage, Gras, auch noch genug da. Junge, werden die Tiere fett. 543. Schon ganz schön. Ja, Kälber kriegen wir nicht mehr mit jetzt hier. Oh ja, mal schade. 0,3, 0,8. Ja. Schwere Tiere bei. So, mal überlegen. Fahren wir den Mist weg. Können wir eine Mission machen? Nur Ballen pressen. Nee, 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 nee. Na, das machen wir nicht. Das ist der Arbeitsaufwand viel zu groß. Können wir mal die Schulden zurückzahlen?
Dann brauchen wir keine Zinsen zahlen. Denn Zinsen sind ungefähr auch noch bei Mietstalleinkommen. Ach so, das ist hier immerhin 2000, ne? Das sind hier die von der Pferde. So, schuldenfrei. Mist, ja, Mist muss weg. Die Einnahmen wird noch haben und dann morgen gibt es ja hier die anderen Einnahmen. Die Silage. Nö, extra ein Fahrzeug kaufen noch und wegen der Gärreste von einer anderen BGH. Nö, das ist zu aufwendig. Zu teuer. Nehmen wir stark an, dass überall alle ist hier. So viel kann ja gar nicht sein mehr. Gülle wollte noch reinfahren hier in BGH. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Crash. Poppt er da die Treppe hin? Aber dass ich die Zeiger noch 0 ist, ist auch komisch. Und weg bist du. Der scheint immer noch voll zu werden. Ne? Was geht hier rein? Ich muss vorne einen Plan auslegen, dass er halbwegs dicht wäre. Gut, dann wäre der Mist auch fast entsorgt. Fast. Jetzt schauen wir gleich, ob wir noch den Dings verkaufen können. Noch Weizen und Getreide. Getreide, ja, Weizen und Gerste. Den Rest Raps. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Dann mal schüsseln wegen der Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.